Hallo und das immer wieder. Und jetzt weg von dem Flugseisbaum. Um den kümmern wir uns noch früh genug, keine Sorge. Ach, komm schon. Das ist aber grad. So. So, Sonnenkrebs, yay. Falkenküste. Wo ist sie? Da hinten sieht man. Also wenn ihr auf dem PC schaut oder auf dem Fernseher oder wo auch immer, seht ihr da hinten vielleicht die Umrisse einer Insel. Zu der kann man hin, wenn man es richtig anstellt. Heißt im Grunde, man benutzt Chaos. Adventure time. Heißt im Grunde, man benutzt Chaos Fähigkeit, um damit eine Eisbrücke zu schaffen. Und. Okay. Ich hatte jetzt gedacht, das hätte genug AOE um alle drei auf einmal. Oh. Hm. Ah. Ach, das kann man ein bisschen steuern. Okay, cool. Weil ich habe jetzt gerade W gedrückt. Also nach vorne. Ne? Oh. Oh. Entschuldigung. Und ja. Gut zu wissen, dass man sowas steuern kann. Das ist echt gut. Ja. Ja, jetzt kann man es besser sehen. Das Problem ist nur, da wartet ein ziemlich starkes Auge des Sturms auf uns. Also vom Level her deutlich stärker als das, was wir da bei der Statue der Sieben hatten. Ha! Nope. Das hier. Warum spielt man einen Charakter mit Schild? Ja, damit man auch ohne hihi. Damit man auch ohne einen Bogenschützen oder Katalystbenutzer immer noch diese Schleimfässer in die Luft jagen kann. So, was euch angeht. Yay! Autsch. Adventure time! Ja. Ups. Even better than I imagined. It's my lucky day. Jo. Okay. Off we go. Hallo, ich bin Mac vom Ordo Favonius. Womit kann ich dir helfen? Ja, was machst du hier? Tja, siehst du die beiden Kinder da? Sie sind ganz ohne ihre Eltern draußen spielen gegangen. Ich sorge mich um ihre Sicherheit, deshalb bin ich ihnen gefolgt. Okay. Is that Jill und Will. Okay.
Da war aber jemand ganz kreativ. Hm? Was ist los? Gibt es am Strand schöne Muscheln? Tut mir leid, ich mag keine Muscheln. Also, was magst du? Krebse natürlich. Findest du es nicht süß, wie sie zur Seite laufen können? Und sie so sogar noch schwerer zu fangen als Fische. Hey, da du dich so sehr interessierst, kannst du sie auch gleich nehmen. Hier. Ich kann immer noch mehr fangen. Es ist nichts dabei. 4 Krebse bekommen. Geil. Und Will, was hast du? Hast du Spaß am Strand? Jawohl, die Gegend ist so anders als Mondstadt. Ja? Ja, ich glaube schon. Ich habe sogar einen Fisch gefangen. Fischhaut ist glitschig, deshalb sind sie sehr schwer zu fangen. Naja, jedenfalls sind sie schwieriger zu fangen als Krebse. Das macht chill. Aber egal, ich habe keine Schüssel, um diesen Fisch reinzulegen. Warum nimmst du ihn nicht einfach mit? Ja, gerne. Adventure time. 4-mal Fisch. Kann man nicht meckern. Und ja, ich hab das. Hey! Ups. Kann ich da nicht drauf springen? Ich weiß, das ist verboten und so, aber. Nope. Kann ich nicht. Ich habe ihn doch jetzt getroffen, ne? Ich meine schon. Ist die Frage, was bringt's mir, wenn ich jetzt zu Amber wechsle und die weghau? Ich hab grad keinen Bock, es auszuprobieren. Sorry. So. Ab Abenteuerstufe 22 verfügbar, okay. Wollen wir uns schon versuchen bis hierhin? Ich glaube, das sind alle High Level, genau wie die in Wolfenlauf hier. Die sind auf jeden Fall High Level. Wobei, schauen wir uns einfach mal an. Und wenn sie zu stark sind, dann jo, sind sie zu stark, ne? Bin mal wieder zu sorglos mit meiner Ausdauer. Okay. Ja, komm, lass mal schnell schauen, was da ist. Ach so, nur ein Pilz. Oder ein Champignon. Ja gut, wie sang eine berühmte Band einst, We are the Champions. Adventure time. Also, Zuckerblumen. Hey,
Okay. Off we go. Teamwork is dreamwork. Get out of here. Okay. Das hat ganz gut funktioniert. Now that's what I call treasure. Ja. Adventure time. Ja, ja. Ach, stimmt. So war das. Hier gibt es drei dieser Selien und dann wird die Truhe geöffnet. Da ist die zweite. Wo war die dritte nochmal? Die war hier oben irgendwo. Genau, da ist sie. Okay, und jetzt muss ich auf jeden Fall... Ja. He's busy. Da brauche ich aber auf jeden Fall die Unterstützung von Hui. Oder? Eigentlich brauche ich ja Amber, aber vielleicht... Nee. Doch! Ha! Okay. Das hätte ich so nicht erwartet. Und, Kea, mach dich mal endlich nützlich. Du darfst baden gehen und dabei noch Fische fangen. Aber so eine Truhe zu öffnen ist ganz eindeutig Mädelskram. Sexismus, yay! Luxuriöse Truhe. I'll keep this close. Ja. Einige gute Sachen. Aber wo ich da gerade Elementarreaktion schmelzen. Blablabla dabei verschwinden. Aha. Okay, die Angriffe werden verstärkt. Warum wurde mir 2 früher angezeigt als 1? Naja, egal. Ja. Ich würde sagen, schauen wir aber mal kurz, obwohl ihre Waffe brauchen wir nicht, zu gucken, ob wir die wechseln. Okay, das hat sich erledigt. Reiseschwert. Okay. Nee. Den hätte ich... Okay, was die Waffen angeht. Was haben wir momentan? Wann
Kellerarzt. Ah, filtern wir erstmal Wanderarzt. Angriff, Achtung. Wobei. Ausbilder. Fernweh-Berserker Glückspilz. Ja, lassen wir das erstmal so. Und Wanderarzt hatte ich gesagt, ne? Kritischer Schaden. Was ist das? Angriff plus 4,2. Das lasse ich mal so, weil kritischer Schaden, sie macht halt keine kritischen Treffer häufig. Anemo-Schadensbonus. Generell Angriff. Hier Elementarkunde etwas erhöhen. Und den normalen Angriff nicht. Nicht so ganz. Okay. Ich bin gerade unsicher. Wanderarzt oder... Hier können wir ihr auf jeden Fall Glückspilz geben, ne? Ja. So. LP-Verteidigung gegen Aufladerate. Glückspilz, Abenteurer. Lieber Wanderarzt und zum Hund an den Wanderarzt Krug. Okay, er braucht den nicht so dringend. Quatsch. Was haben wir jetzt? Glückspilz und Abenteurer. Ich hätte aber eigentlich lieber... Was? Wanderarzt.
Arzt. Glückspilz. Hä? Glückspilz, Wanderarzt. Ach so, Abenteurer. I. Wanderarzt. Obwohl, doch, können wir so lassen. Mehr Verteidigung, damit ihre Heilkraft verbessert wird und mehr, und die erste Passive von Wanderarzt. Ja. Hat sie deutlich an LP eingebüßt, aber, das macht sie mit ihrer Heilkraft wieder weg. So, was haben wir für dich, Abenteurer-Set? Erhöht den Angriff, aber dann verliere ich den Bonus. Ich mach's trotzdem. Ja. 18% mehr Angriff ist einfach zu gut. Was hat er hier? Aufladerate. Ja, können wir so lassen. Lebenspunkte. Oder noch eine bessere Aufladerate. Noch eine bessere Aufladerate und mehr Verteidigung. Ja. Benny's Adventure Team, assemble! Ja. Okay. 94. 142. Ach du. Wobei ich glaube, bei diesen 142, da spielt auch noch die Waffe ein bisschen mit, ne? Ja, da spielt die Waffe ordentlich mit. Ja gut, dann ist natürlich klar. Physischer Schadensbonus. Ja, natürlich ist da ein Unterschied dann. Ja. Ich habe mich schon gerade gewundert. Ja. Aber hey, so ein bisschen die eigene Ausrüstung verbessern muss ja auch mal sein, ne? Und ich will euch da nicht komplett ausschließen. Ihr sollt da mitbekommen, was los ist. Ja. Und dieser Level 27er Mieter cool. Ich glaube, der will mir eins sagen. Und zwar vor allem, mach dich weg hier. Autsch. Yo, 331 Schaden direkt.
Ja. Ja, komm, komm. Wie sie mit dem Feuer hier arbeiten, was er gelegt hat. Au! Windblade! Ups. Das war nicht so dolle. Ah, okay. Die Zeit ist vorüber. Der geht jetzt zurück. Lässt sich nicht aufhalten und ist zurückgesetzt. Trotzdem, theoretisch wäre es wohl möglich, dass ich ihn töten könnte. Aber, naja. Übrigens, das ist auch so eine Sache, die ich an dem Spiel mehr mag als an The Witcher 3. In The Witcher 3 gibt es einige Kreaturen, die sind ähnlich wie der Kerl. Sagt dir da die Levelbegrenzung. Dude, die sind viel zu stark für dich. Und das zeigt sich dann meistens, indem es selbst so ein, zwei Level nur drunter direkt ein One-Hit-Kill wird. Und das ist dann ziemlich lächerlich, wenn man gerade eben so die Anforderungen gepackt hat für den Auftrag. Und dann, ja, machen die Viecher kaum mehr Schaden. Nee. Da muss ich von da oben springen. Und den holen. Der ist zu weit oben im Wasser. Den kriegt man von hier der Seite nicht. What's the hurry? Freeze! Ja, es gibt keine Hurry, weil du so lahm bist. Cool it. Freeze! Ups. Cool it. Ihr erinnert euch an die Insel, die ich da eben am Horizont gezeigt habe. Ja, das ist... Ach, Mann. Cool it. Das ist der Weg, wie die meisten Leute zu der Insel hinkommen. Das müsste doch eigentlich auch... Na komm. Freeze. Ich benutze Kea so wenig. Cool it. Oh, es klappt. Kea, du warst mal nützlich. Freue dich. So, und jetzt verpiss dich wieder. Ja, ich bin kein Freund von Kea. Vielleicht liegt's daran, weil er der jüngere Bruder ist. Könnte sein. Ey! Ey, ey, ey. Auf dem Weingut dürfte eh nichts sein. Ich würde sagen, machen wir die Hauptquest weiter.
fällt mir ein. Ach, 5. Schade. Hab ich euch, Kerle, nicht vor kurzem schon weggehauen? Aua! Hey, Verwirbelungen sind mein Part. Autsch. Aua. Okay. Aua. Steady as stone. Meine ich das so, oder? Ich glaube, ihre Heilfähigkeiten sind schon etwas besser. Ich wollte hier nicht runterfallen. Den Schlüssel für dich haben wir immer noch nicht. Das ist nervig. Aber die Schlüssel sind halt ja, relativ selten. Was einfach daran liegt, dass darin auch einige der besten Ausrüstungssachen sind. Wenn man ein bisschen Glück hat, muss man dabei sagen. Aber naja. I must leave no stone unturned. Someone needs assistance. Nice. Treasure. Ah. Waren das nur Feuerstelen oder? Ich meine nämlich, da war noch eine Blitzstele dabei. Ach komm, probieren wir es einfach mal aus. Dann habe ich. Ja. Und wir sind in Wolfenlauf. Das erkennt man an dem Wolfshaken, der nur hier wächst. Und für Charaktere wie Razor braucht man den, um Adventure Time. Um die aufsteigen lassen zu können. Ach, da ist der. Yay, eine Truhe. Ja. Dodge this. Gut, dass die Schleime derart schlecht im Angreifen sind. Reward on the road. Weil sonst wäre das schlecht ausgegangen. Ach, komm. Hübsch.
falsche Truhe. I'll keep this close. Ja. Ganz nett, würde ich sagen. Ach komm, ich kann die Arena eigentlich zeigen. Das Spiel gibt's schon so lange. Denn ja, hier ist eine Arena. Und das ist nicht das einzig Besondere an ihr. Ja, ich finde, die sieht cool aus. Hier gibt's einen Boss, den man wöchentlich klatschen kann. Es gibt eine bestimmte... war ja klar. Es gibt eine bestimmte Anzahl, wie oft man ihn hauen darf. Aber, ja. Der wird halt jede Woche resettet. Und jetzt komme ich hier wegen dem Vorspiel nicht hoch, oder wie? Und jetzt geht mir noch die Ausdauer aus. Na komm, ich will hier... Ich bin schon weit über die halbe Stunde drüber, weiß nicht, aber ich brauche irgendwie einen Titel. Und... Oh! Ich dachte mir halt, irgendwie was mit Erkundung oder so würde ganz passend sein, aber bisher im ersten Teil des Videos hatte ich ja gar nichts erkundet, ne? Oder kaum was. By the way, coole Stelle, finde ich. Auch wenn der Baum natürlich... What the fuck ist... War das für ein Baum? Wenn es überhaupt ein Baum war, es könnte auch ein riesiger Gott gewesen sein, der in der Ära der Götterkriege von, keine Ahnung, von Barbatos oder so getötet wurde. Und ja, es gibt mehr Götter als nur den... Als nur die sieben Aschonten. Die sieben Aschonten sind einfach nur die Götter, die halt die Städte regieren. Und da hinten sehen wir die Ruinen des alten Mondstadt, wo sich Sturmterror versteckt hält. Und seht ihr diese Winde da? Ist ein bisschen schlecht zu sehen, ich weiß. Die Sache ist die, das ist eine Windbarriere, ähnlich zu denen, wo die Truhen drin sind. Und ja, da kommen wir halt nicht durch. Ja, das da hinten ist das Gasthaus Wang Shu in Liyue. Da kommen wir auch noch lange nicht hin. Und... Bin mir gerade unsicher. Aber ich... Entweder ist das da oben die Jadekammer oder Celestia. Aber ich glaube eher die Jadekammer? Moment mal. Doch, müsste die Jadekammer sein von Lady Ningguan. Ningguan ist die... im Grunde Anführerin von Liyue, auch wenn im Gegensatz zu Mondstadt Liyue von Rex Lapis kontrolliert wird. Aber das sind alle Sachen, zu denen kommen wir noch sehr viel später. Jo. Aber hey, dieser Weitblick ist geil. Ach so! Das da hinten sind die Knochen eines Drachen. Yep, solche Drachen gibt's. Oder
gab es. Ach je, der Drachengrat. Nichts, worauf ich mich freue, aber das auch ein andermal. Bis dahin, Gruß, Synas-Fan.